Noch ein Hauch von Ruhrgebiet und viel beschauliches Münsterland. Mittendrin die Stadt Ahlen. Sie hat diese Gegensätze aufgenommen und zu einem harmonischen Ganzen entwickelt. 1977 entstand das moderne Verwaltungszentrum der 54.000 Einwohnerstadt. Gleich nebenan, funktional und modern, das kulturelle Zentrum, die Stadthalle. Ein ganz anderes Gesicht zeigt Ahlen am alten Markt. Von hier aus sind es nur wenige Schritte bis zur neu gestalteten Fußgängerzone, bei deren Entstehung besonders an Ruhezonen gedacht wurde. Aber auch an attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Die Ahlener Kaufleute laden ein. Die Angebotspalette ist überaus weit gefächert. Die Neu- und Umgestaltung der Innenstadt zu einem Einkaufs- und Dienstleistungszentrum, in der das Bummeln zum Erlebnis wird, hat den Stadtkern zum lebendigen Mittelpunkt und zum gemütlichen Schwerpunkt innerstädtischen Wohnens gemacht. Mit der Vielfältigkeit der Geschäfte ist eine Attraktivitätssteigerung gelungen, die Ahlen als Mittelzentrum eine erhebliche Ausstrahlung auf einen Einzugsbereich von 50 bis 100.000 Menschen verleiht. Die Fußgängerzone und der historische Marktplatz sind idealer Ort einer ganzen Reihe von Veranstaltungen und Festen. Thank you.
angefangen mit dem Wochenmarkt. Dem Geranienmarkt bis hin zum Stadtfest, das jeden Sommer stattfindet und weit über Ahlens Grenzen hinaus bekannt und beliebt ist. Ein Mann geht ins Lokal, sucht die Dame seiner Wahl und mit offenem Öl und Schal fängt dieselbe er zu Fall. Doch das geht so wieder dann, wieder drei, ist dann noch ein Platz frei. So allein, schöne Frau, meist sind ihre Augen blau. Ein Apfel, der lädt ihn zum Essen ein und lässt ihn dann mit der Zecke allein. Wer hat das alles nur geträumt? Unter wessen Sofa ist nicht aufgeräumt? Wir sind die Hempels, GmbH und Co. KG. Ein wenig Geschichte. Es lässt sich nicht genau datieren, aber die Stadt Ahlen wurde 1224 erstmals urkundlich erwähnt. Die St. Bartholomäuskirche ist der Ursprung. Man kann davon ausgehen, dass hier in grauer Vorzeit eine germanische Kultstätte war. Diverse als natürliche Grenze nutzend, entwickelte sich die anfangs bescheidene Siedlung, sodass schon 1283 die zweite Pfarre gegründet wurde, die St. Marienpfarre. Und so entwickelte sich Ahlen zu der 54.000 Einwohnerstadt, die sie heute ist. Städtisch im Inneren, ländlich verschwiegen und ein bisschen verträumt außerhalb der Stadtmauern. Bleiben wir noch ein wenig innerhalb der Stadtmauern. Ahlen ist eine Stadt, in der der Kohlebergbau eine wichtige Rolle spielt. Die Zechensiedlung Neustadt wurde aufwendig zu einem heutigen Standards entsprechenden Wohngebiet gemacht. Und hier, dieses Haus, beherbergte einstmals einen der berühmtesten Einwohner dieser Stadt. Der Maler Fritz Winter, Sohn einer Bergmannsfamilie, Schüler von Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer und damit auch Mitglied des Bauhauses in den 30er Jahren, lebte und arbeitete hier. Seine bekanntesten Gemälde, Die Triebkräfte der Erde, zwei Figurationen, und Africana, bestechen durch die einzigartige Farbgebung. Helga Gausling, die Nichte des 1937 als entartet diffamierten Künstlers, und ihre Tochter Martina pflegen heute sein Elternhaus.
In ständig wechselnden Ausstellungen sind hier nur Werke von Künstlern der abstrakten Kunstrichtung zu sehen, wie zum Beispiel Moronti und Georg Meistermann, ganz wie Fritz Winter es noch vor seinem Tode im Jahre 1976 bestimmt hatte. Zu Ahlen gehört heute auch der kleine Ort Dollberg mit seiner schönen Lamberti-Kirche und ihrem gemütlichen Kirchplatz, über den der Ritter von Thuliberg wacht. Ländlich gibt sich auch der Ortsteil Vorhellen. Der Heimatdichter Augustin Wibbelt hat hier gelebt. Ein Brunnen erinnert an ihn. Hier auch ein besonders schönes Beispiel der vielen Wasserschlösser im Münsterland. Das Schloss Vorhellen. Augustin Wibbelt hat Schloss Vorhellen in seinen Lebenserinnerungen Der versunkene Garten ein literarisches Denkmal gesetzt. Eine breite Kastanienallee führt auf das Herrenhaus zu, das aus zwei Flügeln besteht. Dem Hauptflügel mit zwei Fachwerkobergeschossen und einem zierlichen Dachreiter aus dem 17. Jahrhundert sowie dem massiven Nebenflügel mit einem Dreistaffelgiebel und zweigeschossigem Erker aus der Zeit um 1600. Haus Vorhellen steht auf zwei Inseln, malerisch eingerahmt von uralten Bäumen und von breiten, vielgliedrigen Kräften umgeben. Die Fachwerkmühle aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts, die den Wasserstand regelt, trägt zu dem idyllischen Ensemble bei. Der heutige Bewohner von Haus Vorhellen, Graf von Schall-Ricourt, fühlt sich der Wibbelt-Tradition des Ortes verpflichtet. Tschüss! Tschüss! Ahlen, das ist heute eine Stadt mit viel Grün, mit ausgedehnten Naherholungsgebieten, drei Innenstadtparks und guten Wohnanlagen im Grünen. Die Freizeitanlage Berliner Park hat superlative Ausmaße. Dieses Freizeitbad sucht seinesgleichen. Der Bergbau in Ahlen sichert zwar heute noch das Wohlergehen zahlreicher Bürger. Die Förderkapazität ist seit eh und je ungebrochen, doch dazu später noch etwas mehr. Ahlens Stadtväter bauen dennoch vor. Um einem möglichen Strukturwandel zu begegnen, holte man moderne Industrie in die Stadt. Neben der traditionellen, Europas größter Badewannenhersteller ist zum Beispiel hier zu Hause, sind es vor allem Hightech-Unternehmen, die hier angesiedelt werden konnten. Metallverarbeitende Industrie hat in Ahlen ebenfalls Tradition. Blomberg ist eine internationale Firmengruppe. Der Hauptsitz ist in Ahlen. Dort, wo die Technik eingesetzt wird,
bedient man sich modernster technischer Fertigungsmethoden. Hier werden Waschvollautomaten höchster Qualität hergestellt. Bei Wärmepumpen ist Blomberg Marktführer. Zum Blomberg-Programm gehört neben Waschvollautomaten und Wäschetrocknern alles das, was heute im modernen Haushalt unentbehrlich geworden ist. Comforto sorgt weltweit dafür, dass die arbeitenden Menschen gut sitzen. Der Hagebaumarkt, in Stadt und Land bekannt, wegen attraktivem Warenangebot bei günstigen Preisen. Für Leute mit dem entsprechenden Geldbeutel stehen auch Nobelkarossen bereit. Aalen ist heute nicht nur eine Stadt mit viel Grün, Aalen ist auch eine Stadt im Grünen. Die Parklandschaft des Münsterlandes liegt vor der Haustür. Und hier ist bekanntlich nach dem Fahrrad das Pferd das beliebteste Fortbewegungsmittel. Auf dem Reiterhof Schulze-Rieping werden auch Gäste mit den edlen Vierbeinern vertraut gemacht. Eine der Sehenswürdigkeiten Aalens, das Naturdenkmal Dicker Stein, ein eiszeitlicher Findling. Weitere Sehenswürdigkeiten, die restaurierte Mühle Fehring. Das Kloster St. Michael. Das Aalener Programm der CDU wurde 1947 hier verkündet. Heute wird es als Mädchengymnasium genutzt. Das Haus Küchen. Ein ehemaliges Wasserschloss. Und immer wieder diverse. Sie sorgt nicht zuletzt für den lebendigen und freundlichen Eindruck, den Aalen hinterlässt. Musik.
Wer Detailliertes über Aalen erfahren möchte, dem steht das Heimatmuseum zur Verfügung. Mitten in der Innenstadt das Bürgerzentrum Schuhfabrik mit reichhaltigem Programm für junge und junggebliebene Menschen. Über die Grenzen Aalens weit hinaus bekannt, die westfälischen Nachtigallen. Wenn wir jetzt noch einmal in die Luft gehen, so nur, um Ihnen einen abschließenden Überblick zu bieten. Aalen heute, das ist eine Stadt, lebendig, abseits der Großstädte des Ruhrgebietes, nicht weit von Münster und Bielefeld entfernt, verkehrsgünstig gelegen. Die Autobahn ist nur wenige Kilometer entfernt. Die Deutsche Bundesbahn bringt sie auch hin. Aalen heute, das ist des Weiteren moderne, leistungsfähige Industrie und die Stadt plant, weitere Gewerbegebiete auszuweisen. Hier wird in Kürze einer der 10 Natur- und Gewerbeparks in Nordrhein-Westfalen entstehen. Aalen heute, das ist auch die moderne Zeche Westfalen. 4000 Bergleute, die hier täglich ein- und ausfahren, sichern statistisch gesehen Broterwerb und Lebensqualität für ca. 16.000 Menschen. Die Zulieferindustrie nicht einmal mitgerechnet. Damit das auch noch eine Weile so bleibt, kümmert man sich um den Nachwuchs. In den Lehrbetrieben sind ca. 200 Auszubildende untergebracht. 20 davon aus dem Kupferschieferbergbau Mansfeld der ehemaligen DDR. Musik
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Kohlevorräte im derzeitigen Abbaugebiet nur noch für ca. 10 Jahre reichen. Aber im angrenzenden sogenannten Donaufeld, das bereits erschlossen ist, lagern noch abbauwürdige Vorräte hochqualifizierter Fett, also Kraftwerkskohle, von über 200 Millionen Tonnen. Bei einer Förderleistung von täglich 12.000 Tonnen wären die Arbeitsplätze für weitere 50 bis 60 Jahre gesichert. Und so hofft man nicht nur auf höchster Direktionsebene auf kluge politische Entscheidungen. Ahlen heute, das sind aber auch und vor allem 54.000 Menschen, die wissen, weshalb sie hier bleiben wollen. Thank you.